Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Lore-Video. Wenn auch zu einem der vermutlich mit ältesten Charaktere, die wir im Cluster haben, aber zumindest mit einem, der in nächster Zeit wieder sehr, sehr viel mehr Spotlight bekommen dürfte. Dabei handelt es sich um niemand geringeren als die gute Kalia Menethil, die Schwester von Arthas. Über deren Vergangenheit ist relativ wenig bekannt. Was wir klar wissen ist, sie ist eine Menethil, also logischerweise die rechtmäßige Erbin von Lordaeron. Und das allein als Fakt reicht ja schon, um einigen anderen bekannten BFA-Charakteren ein bisschen sauer aufstoßen zu lassen. Kommen wir aber erstmal zu dem, was wir wissen. Kalia führte im Grunde das Leben einer wunderbaren, märchenhaften Prinzessin. Schönes Haar, ein nerviger Bruder und eine Zwangsheirat. Das volle Programm. Die gute Kalia war niemand geringerem als Devil Prestor versprochen. Kurz bevor diese Hochzeit allerdings in den finalen Zügen stand, war der gute Herr Prestor plötzlich weg. Ob das jetzt was damit zu tun hat, dass das Todesschwinge in humanoider Gestalt war oder nicht, das können wir natürlich nicht sagen, aber das wäre eine sehr, sehr interessante Ehe und eine vermutlich auch sehr gute Sitcom geworden. Ich finde auch die unterschwelligen, absolut unterschwelligen Hinweise von Blizzard wieder geil. Devil Prestor. Er ist der verdammte Teufel. Teufelsschwinge, man kennt ihn. Ja, und das ist, was wir über Kalias Vergangenheit zu wissen. Und dann ging es ja im Grunde noch besser weiter. So die ganzen lustigen Kriegsgeschichten. Der Bruder steigt mal eben zum Lichtkönig auf und tötet den Vater. Und du stehst da und denkst dir im Grunde, Miep? Und aus genau diesen Gründen war Kalia bisher zwar ein Begriff und man wusste auch, die muss irgendwann mal wieder auftauchen. Aber so richtig hat's eben niemanden gejuckt. Ja, und dann kam Legion. Und da kam Kalia aus dem Nichts in der Priesterordenshalle als Followerin wieder. Und es hat einfach immer noch keinen gejuckt. Und die Hälfte der Priesterspieler hat es vermutlich nicht mal mitbekommen, weil wir haben auch ein lustiges Lichtelementar als Follower, das ist sowieso viel cooler. Auf jeden Fall erfahren wir dort, dass die Gute die ganze Zeit unter der Schirmherrschaft von Alonsos Foul, unserem Erzbischof und Oberlichtlehrmeister, unterwegs war. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich mit Recht, da ist doch irgendwas faul. Und ich kann euch beruhigen, noch nicht. Doch dann wollte Foul sie mit Nefarian verheiraten, nein. Aber, ähnlich schlimm, in Legion erfahren wir auch nichts weiter. Die ist halt da, hurra, Menethil, kein Kommentar groß zu Arthas oder sonst wem. Sondern ich bin jetzt hier die Priesterin und die Erbin von Lordaeron und ich will über meine traumatische Vergangenheit nicht reden. So, Kalia ist also da und das war's. Lore läuft, Allah. Und dann kam das Ende von Legion. Und das wurde romantechnisch mit Before the Storm behandelt. Also so als Zwischenroman Ende Legion, Anfang BFA und alles, was dazwischen passiert. Nach wie vor übrigens sehr, sehr interessantes Teil. Wir beziehen uns jetzt allerdings nur auf das, was auch wirklich mit Kalia zusammenhängt. Denn bei den Menschen als auch bei den Verlassenen gab es plötzlich ganz interessante und gefühlt neue aus dem Nichts kommende Tendenzen. In deren Reihen wurde plötzlich festgestellt, Mensch, die anderen sind ja gar nicht solche Monster. Und da sind ja immer noch unsere Familienmitglieder. Und vielleicht können wir uns ja mal treffen und ein bisschen erzählen. So, was soll schon passieren? Steckt nur ein riesiges Schwert irgendwie in Azeroth? Die Welt stirbt. Lass mal unsere untote Oma besuchen. Ja, und da das natürlich so toll und einleuchtend alles klingt, waren Anduin und Kalia auch sofort dabei. Anduin kam dann allerdings tatsächlich erst später zum Treffen und hat dann ihre Leiche geborgen. Oh wait, kleiner Spoiler. Für Kalia ging das Treffen nicht ganz so gut aus wie geplant. Denn auch die Verlassenen haben festgestellt, hey, Friede ist doch total toll und die Wege, die wir hier gehen, ja, machen wir für die Banshee Queen, aber wir wollen jetzt mal wieder mit Mutti sprechen. Und so haben eben beide Seiten fraktionstechnisch diesem Treffen zugestimmt. Und dann passiert etwas, was euch bestimmt überraschen wird. Denn Sylvanas, die bei dem Treffen dabei war, entdeckt Kalia. Sylvanas entdeckt die rechtmäßige Erbin von Lordaeron. Also wir sind vor BFA, noch nichts mit Schlacht um Unterstadt und so weiter. Ja, und da ist die Gute so ein kleines bisschen ausgerastet und hat wirklich alles niedergemäht, was nicht bei drei auf dem Baum war. Zumal es dann noch so Tendenzen gab, wie mit einige Verlassene gehen jetzt mit den Menschen mit und wollen wieder auf Happy Family machen. Und er hat sie sich also verarscht, betrogen und erniedrigt gefühlt. Und solltet ihr Sylvanas jemals so antreffen, wechselt auf jeden Fall die Straßenseite und bewerft sie dann mit Meerschweinchen oder irgendwas Niedlichem. Ja, und das war dann so das Ende von dem Treffen. Weil nachdem die Hälfte aller Teilnehmer brutal niedergemäht wurde, hatte irgendwie keiner Lust mehr auf Smalltalk. Dann haben sich alle zurückgezogen, Anduin kam, hat die Leiche geborgen und alle dachten sich so, Mensch, Kalia, toller Charakter, Mega-Story,
können wir hier nicht liegen lassen. Und darum brachte Anduin sie auch in den Netherlicht-Tempel, unsere Priester-Klassenhalle. Die haben wir damals ja vom Einfluss der Leere gereinigt, in einem ähnlichen bzw. umgekehrten Szenario, wie wir es aus dem Sonnenbrunnen-Plateau kennen. Denn dort haben wir einen Naruboss als Vorletzten, der vom Licht in die Leere absteigt. Das sind Geschichten, die kennen wir schon seit längerem, auch im Schattenmondtal, damals mit dem dunklen Stern und so weiter. Und hier hatten wir es umgekehrt. Hier hatten wir eine riesige Leerenentartung, die wir mit allen Priestern, die wir greifen konnten, gereinigt haben. Und mit neuem Licht erfüllt, stand dort dann Sarah, der Naru. Ich hoffe, im Deutschen ist es wirklich Sarah, der Naru. Und dann kommt Günther, der Voidlord. Günther, mach mal hier nicht so einen Schattenminer! Das sind die Gespräche von gottgleichen Wesen, die wir brauchen. Also nochmal grob zusammengefasst, wir haben jetzt die Priesterklassenhalle, die ist gereinigt, da sind die Mächte von Licht und natürlich auch Schatten wegen den Schattenpriestern so ein bisschen am Kämpfen und im Einklang. Dann haben wir unseren Anduin mit Kalia im Arm, die ist tot. Und Faol rennt auch noch mit rum. Und so besinnen die einen super Plan mit der Hilfe des Naru, der vor gar nicht so langer Zeit noch von Leere erfüllt war, die Gude einfach wieder zu beleben. Und zwar, Achtung, mit Licht. Also so eine Art lichtgeschmiedete Reanimation. Das funktioniert auch, Kalia sieht besser aus denn je. Also wirklich, die hat mit 825 auch ein neues Model bekommen, Grüße an Wowhead an dieser Stelle. Und ist jetzt irgendwas, ja was eigentlich? Sie ist keine Verlassene, sie ist aber auch nicht richtig lebendig. Sie ist sowas wie eine lichtgeschmiedete Untote. Und da haben wir jetzt natürlich noch weitere Fragen. Denn wir wissen mittlerweile ja auch, dass das Licht nicht das ultimative Gute ist, siehe Xerra auf der Vindica. Also wer weiß, was der Naru da jetzt reingepumpt hat und was von Kalia Menethir als solche noch übrig ist. Weil in der Position, die sie jetzt hat, als rechtmäßige Erbin, als Menethil, als im Licht wiederbelebte Priesterin, da wird sie einiges an Einfluss haben. Auf die Welt, auf die Fraktion und auf kleine blonde Priesteranführer. Bleibt also höchst spannend, was da auf uns zukommen wird. Ihr wisst, wir haben in Streams und Co. schon immer über Kalia ein bisschen gesprochen und ich meinte, wir warten mal ab, bisher haben wir die nur kurz angesprochen am Ende der Ali-Kriegskampagne. Und wir haben in BFA so viele lose Fäden, dass wir ja gar nicht wissen, wo Blizzard als nächstes ansetzen will. Und wenn ich mir angucke, was mit 825 kommt, dann weiß Blizzard das selber nicht so genau. Da haben wir nämlich immer noch gefühlt thematisch alles, bestückt mit Charakteren, die uns auch sonst wo und überall hinführen können. Und ich bin nach wie vor sehr gespannt, wie sie all diese offenen Storystränge jetzt verknüpfen wollen. Fakt ist aber, der Untod wird eine Rolle spielen. Wir haben ja mittlerweile so viele Charaktere, die mit dem Tod und dem Untod rumspielen, dass ich die eigentlich gar nicht alle aufzählen kann. Von Vonsamdi und Helya, Bolvar und Vol'jin, Derek und Kalia. Ja, und das ist nur ein Strang. Furorion springt nach wie vor irgendwo rum. Übrigens, Zos ist frei. Was die Titanen machen, wissen wir auch nicht. Und das Rad dreht sich weiter und weiter. Also bleibt es nach wie vor sehr verworren, aber auch spannend. Schön. Es wird sicherlich mit der Zeit auch weitere Spekulationen dazu geben. Wir müssen ja erstmal abwarten, was jetzt mit 825 alles so auf uns zukommt. Es gibt übrigens noch einen Fakt, den ich bisher nicht erwähnt habe. Und zwar, dass Kalia eine geheime Liebschaft mit einem geheimen Soldaten hatte. Und dieser Liebschaft entsprang tatsächlich eine Tochter. So, das kann man jetzt weiterspinnen bis hin zu der geheime Soldat war Bolvar. Die Tochter ist Talia. Und in ihren Adern pulsiert jetzt also das Blut von Menethil und Fordragon und sie wird die größte Lich-sonst-was-Königin der Welt werden. Oder eben in die andere Richtung, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Ganz abgesehen davon, dass das auch bedeuten würde, dass Kalia die ganze Zeit niemandem irgendwas davon erzählt hat. Und ja, sie war abgeschottet von der Welt. Und Bolvar meinte damals zu Tyrion ja auch, das muss hier geheim bleiben und niemand darf davon erfahren, ich muss vergessen werden. Aber irgendwie fühlt es sich komplett seltsam an. Wenn wir jetzt ein bisschen weiterspinnen, wir haben irgendwann ein großes Cinematic, wo wir mit Talia an der Spitze der vereinten Armeen die Eiskronzitadelle stürmen. Und dann stehen wir oben, laute epische Musik, der Frostthron von Gewittern umhüllt. Und dann kommt... Vater, bist du's? Please no. Können sie, wenn sie wollen, definitiv in solche Richtungen weiterspinnen? Aber eine Notwendigkeit im aktuellen Storycluster sehe ich für die Verbindung irgendwie nicht. Trotzdem, diese Tendenzen gibt es. Von daher würde die Thematik, denke ich, das ganze Video ein bisschen sprengen. Und vielleicht gucken wir es uns in einem der folgenden nochmal ein bisschen genauer an. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und dabei sein, liebe Leute.
Hoffe, ich konnte euch ein bisschen informieren und wer gar nichts von der guten Dame wusste, ist jetzt vorbereitet, wenn wir sie zeitnah in-game sehen. Wer mehr Lore-Stuff haben will, dem empfehle ich meine Lore-Playlist, die jetzt irgendwo und überall verlinkt sein dürfte. Und hoffe, wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, tschüss!